Servus, Servus und willkommen hier zu einem weiteren Spieltag des Backslide FIFA 365 Supercups. Herzlich willkommen zur Gruppe B. Und die Gruppe B ist wohl die ja derzeit langweiligste Gruppe, die es gibt, weil, ich kann es euch ganz einfach sagen, Paris und Atletico haben 6 Punkte, Juventus Turin, Ajax Amsterdam haben 0 Punkte. Das heißt, Paris und Atletico Madrid, sie sind beide schon weiter. Deswegen müssen wir hier nicht ja, irgendwie rumrechnen, rumdoktoren, wer jetzt hier gewinnt. Von Paris gegen Atletico. Diese Mannschaft ist auf dem ersten Platz. Das heißt, diese Mannschaft spielt tendenziell gegen eine etwas schlechtere Mannschaft, weil der Erstplatzierte spielt ja immer gegen einen zweiten Platzierten in der Viertelfinale. Im Viertelfinale. Genau. Und mal gucken, wie es heute ausgeht, Jungs. Mal gucken, wie es heute ausgeht. Wenn ihr Bock habt auf diese neue FIFA 365 Update-Serie, könnt ihr euch diese sehr gerne gönnen. Ich verlinke euch einen Bundle unten in der Videobeschreibung und nochmal, ja, PAX910. Das ist der Rabattcode, wo ihr nochmal 10% davon sparen könnt. Da kriegt ihr 6 Limits dazu, eine XXL-Limit, die ihr euch aussuchen könnt. Das Display, die Sammelmappe zur neuen Update-Serie. Und ich würde sagen, wir gehen rein, Jungs. Wir gehen rein, Paris, Atletico und Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam. Und mal schauen, wie diese Gruppe B heute enden wird. Entweder mit Paris auf dem ersten oder mit Atletico auf dem ersten. Arthur, Juventus Turin möchte ja ohne Punkte nicht wahrscheinlich aus dem Supercup ausscheiden. Das heißt 2:0, Aaron Ramsey, Manuel Neuer. Dann haben wir Kun Agüero, Navigator und Lorente. Lorente mit dem 2:1, Atletico Madrid geht in Führung. Dann geht es weiter mit, ich sehe ihn schon, Toni, du bist Gold wert, Toni Kroos, Manuel Neuer, World Cup History, Olympique Marseille Logo, Bruno Fernandes und Jan Felix. Felix mit dem 0:2. Okay, jetzt müsste, also Paris hat, ist die Mannschaft mit den meisten Toren hier. Und jetzt steht einfach, aber ey, es ist Paris. Die Pariser, glaube ich, können trotzdem noch mit den 4 Päckchen gefühlt 10 Tore machen. Mit den ganzen Mbappés, Neymar und so. Quincy Promise 2:2. Quincy Promise 2:2. Ajax Amsterdam gleicht aus, nicht nur das, per Schurs. Ajax Amsterdam geht in Führung. Ajax Amsterdam geht in Führung und das in Halbzeit Nummer 1. Das heißt 0:4 und 2:3 nach 45 Spielminuten. Wir machen weiter mit Lazio Rom. Nochmal Lazio Rom, Captain Marco Reus, Erik Bailly, Otero und Nico Schulz. Ich blende euch übrigens am Ende nochmal natürlich die Tabelle ein, auch wenn es heute eigentlich gegessen ist. Ihr wisst, wer weiter ist und ihr wisst, wer raus ist, aber natürlich zur Vervollständigung blende ich hier heute euch noch die Tabelle ein. Das ist klar, wie im, ja, in jedem Abschlussgruppenvideo, sage ich mal. Sergio Busquets, Serge Gnabry und Paulo Dybala, und das ist das 3:3. Paulo Dybala nochmal mit dem Ausgleichstrefferchen. Letztes Pack der regulären Spielzeit haben wir Gio Reyna vom BVB. Dann haben wir Serginho Dest von Barcelona. Jadon Sancho vom BVB. Gouye von. Das kann ich ja, glaube ich, gar nicht. Und Alexandro mit dem 4:2. Paris nicht mit keinem Tor. Paris mit keinem Tor. Und Atletico macht weiter. Atletico macht munter und fröhlich weiter. Kylian Trippier mit dem 0:6. Lukas Piszczek, Otschipka, Akanji und Valverde. Das war's. Also, was da heute passiert ist mit Paris. Paris wurde zerstört. Aber ey, vielleicht ist es Taktik, dass sie in der K.O.-Runde gegen den ersten spielen. Na, keine Ahnung. Mal gucken, Jungs. Ich bin gespannt. 0:6 gewinnt Atletico Madrid und 4:2 gewinnt Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Es gibt natürlich nur noch morgen Gruppe C, übermorgen Gruppe D und dann gibt es die Auslosung der K.O.-Runde. Ich hab Bock drauf, Jungs. Lasst gerne ein Like da, ich bin raus. Haut rein und tschüssi.